Moin! Ja, moin! Wir sind heute mal wieder im Wald, auf dem Waldlehrpfad. Und heute gucken wir uns an eine Kiefer. Und woher kommt der Name? Der Name Kiefer kommt von Kien. Und was heißt das? Harzreiches Holz. Aber sag mal ehrlich, wir sind doch hier gar nicht im Harz. Nee, hier sind wir in der Fränkischen. Was ist denn die Fränkische? Na, die Fränkische Schweiz, die liegt in Franken und hat Berge und Bäume. Naja, jetzt mal zum Thema zurück. Ja, dann erzähl mal, wie alt wird denn eine Kiefer? Also eine Kiefer kann bis zu 500 Jahre alt werden, teilweise bis zu 1000. Aber weißt du, was traurig ist? Nee, was denn traurig? Naja, meistens werden sie nach 120 bis 150 Jahren gefällt. Ach ja, das ist ja schade, ne? Ja, und wie hoch wird so eine Kiefer? Naja, im Durchschnitt 30 Meter. Alter, wie die Buche. Ja. Schon wieder was dazugelernt. Du kannst nur sehr gut sehen, wie die Wurzeln einer Kiefer sind. Aha. Ja, das ist eine große Pfahlwurzel in der Mitte. Und dann nach außen gehen aber auch noch Wurzeln, die sich dann sehr weit zur Seite ausbreiten. Sehr gutes Beispiel, dass der Baum hier auf einem Stein steht. Da kann man das gut erkennen. Wow, cool, danke. Zum Abschluss noch einen kleinen Witz. Ja klar, ich weiß noch einen. Was ist ein Keks unter einem Baum? Ein schattiges Plätzchen. Na dann, tschüss aus dem Wald. Tschüss.